Hi und willkommen zu einem weiteren Let's Play von Dying Light 2, Stay Human. Hier ist bei mir gerade auch so eine Art neues Update rausgekommen anscheinend. So wie ich das mitbekommen habe, kann man anscheinend jetzt hier diese Grie, weiß nicht, wie ist das, ja, diese Grie-Verstecke, die kann man jetzt anscheinend wiederholen. Ja, gut, das sind Sachen, die wusste ich ja bisher noch nicht. Und anscheinend haben die ein bisschen verspätet auch so eine Art Halloween-Event noch nachgereicht. Gut, das ist für mich jetzt uninteressant, weil ich eigentlich erstmal nur das Spiel spielen will. Und online habe ich jetzt hier gerade noch gar nicht so viel am Hut. Bin ja auch noch ziemlich weit am Anfang. Ja, und anscheinend kann man, zumindest laut diesem komischen Patch-Notes, was da so stand, die Waffen der Gegner aufheben. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das nur rein im Koop ist oder ob das jetzt hier bereits für meinen Spielstand auch mitzählt. Keine Ahnung. Muss man sehen. Ja, wo bin ich denn eigentlich beim letzten Mal stehen geblieben? Ach stimmt, ich bin beim letzten Mal nur so dumm durch die Gegend gestromert und habe einiges, sag ich mal, auf der Karte so ein bisschen freigeschaltet, damit ich ein bisschen genauer weiß, was ich machen muss. Cool, jetzt quatscht die da im Hintergrund, finde ich erstmal geil. Ja, und am Ende bin ich dann noch zum Bazar, hauptquestmäßig, weil ich musste da irgendwie Sophie anquatschen und ihr Vertrauen gewinnen. Und dann müsste ich ja jetzt eigentlich erstmal einige Nebenquests machen, die ich da von dem Bazar bekommen habe und die abschließen, damit die mir vertraut. Und damit wollte ich mich heute auch beschäftigen. Ich wollte ein bisschen Nebenquests machen. Weil irgendwann muss ich ja mal im Fortschritt weiterkommen. Und wenn man hier nur so durch die Gegend eiert und ein bisschen fight, ein bisschen kämpft, ja, da kommt irgendwie nicht so viel leveltechnisch rum. Also müssen wir Nebenquests machen. Und das werde ich jetzt auch tun. Ja, fangen wir hier gleich mit der an. Ja, war. Ja, das hier ist irgendwelche Nachtkacke. Das kann man später machen. Kümmern wir uns erstmal ums Wichtigste. Zack. Boah, ich muss das dringend mit dem Abrollen freischalten. Wir müssen jetzt. Ach, stimmt, und eigentlich so einen neuen Finisher kann man auch machen. Ah. Das habe ich jetzt glatt vergessen. Die haben auch so eine Art Finisher eingeführt, anscheinend noch. Aber es ist lustig, dass das auch gleich schon für mein Safe-Game mitzählt. Finde ich gut. Das hilft vielleicht ein wenig. Ja, mach ich auch kurz mal ein bisschen zurechtfinden hier. Hier ist auch noch eine Sidequest. Ja, ich will erstmal die Ene machen, bevor ich hier 20 Sachen anfange. Der Ladenbesitzer ist hier, im inneren Kopf. Mal schauen hier. Nein! Natürlich, war klar. Ding, ja, Zimmer. Oh. Das kann doch jetzt hier auch nicht so weit weg sein. Ach, das war hier. Gut, da bin ich ja schon mal drauf vorbeilatscht. Hier, Leute, dann gib mir mal einen Job. Draußen müssen. Oder ist das drin oder draußen? Ja, okay, das ist drin. Hallo? Ist da jemand? Damien schickt mich. Hallo? Was willst du? Damien schickt mich. Er meint, ihr habt einen Job für mich. Falsche Adresse, Kumpel. Ich habe eben mit ihm gesprochen. Damien, er schickt mich. Bist du allein? Ja, ich bin allein. Besser so. Jetzt komm rein und geh nach unten. Sie erklären dir alles. Warum bist du noch da? Wieso glaube ich fast, dass die mich gleich überfallen? Er war jetzt hier so ein bisschen unheimlich, der Typ. Cool, da komme ich nicht rein, was? Mhm, liegt hier oben auch wenigstens was rum? Na. Genau. Ich gebe mir den Loot. Da ist es dunkel jedes Mal. Das nervt ein bisschen. Ich bin Aiden. Damien schickt mich. Irgendwas mit deinem Job. Ach ja. Also. Du bist neu hier? Hat mich Damien auch gefragt. Was macht das für einen Unterschied? Der Boss hat dir eine Frage gestellt.
Na, ich lüge einfach mal. Einheimischer geht's gar nicht. Und warum habe ich dich dann noch nie gesehen? Keine Ahnung. Wir sitzen hier zwar aufeinander, aber es ist ja eine große Stadt. Hab gehört, ein neuer Pilger sei in der Stadt. Bist du das etwa? Nee, Pilger sind Nomaden. Die haben keine Biomarker. Ich hab aber einen. Hier. Noch so ein Ding. Die hätten so einen Typen am Bazar doch was gelünscht. Hatte keinen Marker. Soll vor kurzem infiziert worden sein. Klingelt da was? Den Typen habe ich gesehen. Er wurde von Hakon rausgeführt und umgelegt. Vielleicht ja. Oder vielleicht wird er das erst noch. Weil er nämlich hier vor mir sitzt und mich anlügt. Warum bist du nicht einfach ehrlich? Ich versuche immer noch herauszufinden, warum ich hier bin. Du redest hier um den heißen Brei rum. Okay, dann lass uns über den Job reden. Dazu ist es am besten, wenn du im Bazar nicht allzu bekannt bist. Tja, ich würde nicht sagen, dass ich dort allzu bekannt bin. Das ist gut, sehr gut. Scheint, wir haben unseren verlorenen Sohn gefunden. Was redest du da? Was willst du von mir? Kurz gesagt, unser Auftraggeber will dich ums Verrecken treffen. Bloß wird er wohl kaum der sein, der verreckt. Bin rein, Jungs. Ich wusste es irgendwie. Hey. Wie gefällt dir das? Cool, das mit dem Finisher ist schon mal eine gute Erweiterung. Ja, komm. Ah ja, die Finisher sind eine schöne Erleichterung, kann ich echt nicht meckern. Oh, sind ja noch zwei. Heilung. Alter, jetzt lass bitte erstmal hier. Schön. Ah, die Finisher sind schon mal nett. Die erleichtern doch den Spielfluss schon mal richtig gut. Gut, und jetzt? Stelle Damien zur Rede. Aha. Der kann mich wohl anscheinend nicht leiden. Achso, kann ich dir denn werfen, was? Ding! Ding! So, angeblich kann man auch die Waffen von denen aufheben. Oh. Tatsache. Cool. Das ist doch mal eine sinnvolle Erweiterung. Kriege ich endlich mal auch mal hier ein bisschen Kram. Schick. Ich mag das Update jetzt schon. Ja, bisher habe ich meistens immer nur Waffen mal gekriegt an diesen komischen, ja, weiß ich nicht, Bienenstöcken, Sicherheitsdingern. Aber hier noch, alles an Loot mitnehmen. Loot kann man nie genug haben. Oh, hä? Ist ja noch eine Tür. Mit dem Dietrich. Ah. Okay. Schick, 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 schick. So lobe ich mir das. So, mach hier noch mehr Kram. Was haben wir hier? Abgelaufene Schokolade. Hat er das jetzt einfach gegessen? Das ist ja ekelhaft. Oh, immer findet man so viel Loot, Mensch. War ja sonst nicht so. Cool. Das begrüße ich, aber ganz dolle. Oh, guck mal, Mensch, war ja sauber. Oh, dann kriege ich auch endlich mal ein paar Kohlen zusammen. Schön.
Oh, gleich mal hier ein bisschen gucken, ja. Mal ausrüsten. Hier zum Beispiel das da kann man doch bestimmt gegen Hilpe. Okay, und das ist noch voll. Das nehmen wir. Aber jetzt habe ich einen Zweier davon. Macht doch mehr Sinn. Schön. Sehr schön. Du. Aiden, du bist... Wie noch bist am du? Leben? Du Arschloch. Du wolltest mich loswerden. Was? Nein, ich schwöre es. Ich würde niemals... Ich habe nur als Späher fungiert. Das ist mein Job. Wer sind diese Leute? Und warum suchen sie nach mir? Keine Ahnung, Aiden. Glaub mir. Bitte. Sie haben mir nur aufgetragen, Ihnen jemand Neues zu schicken. Sie haben mir nicht gesagt, warum. Ich kann nicht anders. Ich muss tun, was Sie sagen. Haben die irgendwas mit Lukas Tod zu tun? Was? Nein, ich meine... Gott, ich hoffe nicht. Das wäre schrecklich. Ich weiß nichts, ich schwör's. Du hast also außer mir noch andere geschickt. Und sie wurden alle umgelegt. Was hast du getan, Damien? Ich hatte keine Ahnung. Zuerst... Und als ich es rausgefunden hatte, konnte ich nichts dagegen tun. Ehrlich. Wie viele, Damien? Wie viele Leute hast du in den Tod geschickt? Hör auf, Aiden, hör auf. Es tut mir leid. Ich musste es tun. Ich bin hier gefangen. Glaub mir. Sie haben meinen Bruder. Dein Bruder. Rede, schnell. Sie haben ihn mitgenommen und gedroht, ihn umzulegen, wenn ich nicht tue, was sie sagen. Ich dachte mir, wenn ich mitspiele, lassen sie ihn irgendwann laufen. Die benutzen mich und ich bin es leid. Ich will einfach nur meinen Bruder zurück. Hilfst du mir, ihn zu finden? Du hast mich zur Schlachtbank geschickt und jetzt soll ich das vergessen und dir helfen, deinen Bruder zu finden? Du bist sauer, schon klar. Aber sieh es mal so, er hat vielleicht erfahren, warum sie nach dir suchen. Wäre das nicht ein guter Grund, ihn zu finden? Naja. Aber ich bin ja nicht so, oder? Ich bin ja ein freundlicher Mensch. Na gut, dann bete mal, dass er etwas weiß. Ich war schon dort und habe alles abgesucht. Keine Spur von Cliff. Echt jetzt? Scheiße. Verdammt, du glaubst doch nicht, dass sie... Er ist doch nicht tot, oder? Nun zieh mal keine voreiligen Schlüsse. Aber wo halten sie ihn wohl gefangen? Verdammt, das ist alles meine Schuld. Ich bin so ein Idiot. Die Leute, die du hergeschickt hast, die gehen auf deine Kappe. Bei deinem Bruder bin ich mir nicht so sicher. Wo hast du ihn zuletzt gesehen? Wir waren im östlichen Quarry End bei der Teufelsbrücke, als sie uns angriffen. Sie haben ihn als Geisel genommen und mich seitdem benutzt, um ihre Befehle auszuführen. Ich habe das nur getan, damit mein Bruder weiterlebt, Aiden. Ich wusste nicht, dass Leute sterben würden, als das hier losging. Teufelsbrücke? Dann werde ich wohl die Gegend... Habe ich eine Ahnung, dass ich da vielleicht schon mal gewesen sein könnte? Aiden, im Ernst? Das würdest du für mich tun? Ganz sicher nicht. Ich mache das nur, damit niemand mehr wegen dir stirbt. Ich will dich ja wirklich nicht hetzen, aber... Ja. Ich habe von mir ja da gesagt, ich sehe ja keinen. Gut, unten wäre wohl was zum Einsammeln. Nehme ich das noch schnell mit? Ja. Schön noch Loot mitgenommen. Wo muss ich eigentlich hin? Hä? Oh, 200 noch was Meter. Weiter ging's nicht jetzt. Zack. Schick. Also langsam läuft's doch. Na gut, ist ja noch Tag. Lola, ich schlafe, ich träume von dir. Ach, die singt, um Gottes Willen. Das tue ich mir nicht an. Sind die jetzt die Gegner?
Okay, habe ich anscheinend schon mal gelootet. Mal schauen, wo ich hin muss. Ist das jetzt hier Gegnergebiet oder? Nee, das ist meins. Wenn einer von uns getötet wird, merken die das kaum. Ja. Wenn einer von uns getötet wird. Aber wenn ich immer hier bin, kann ich gleich noch ein bisschen was verkaufen. Krieg ich mal ein paar Kohlen. Du gibst zu schnell auf. Wenn ich die Taschen habe, bin ich auch. Es wird schon sauer. Und das jetzt da? Wie kann ich dir helfen? Ich will ein bisschen was verkaufen. Hier, so den alten Schrutz hier. Auf jeden. Zack. So, X gedrückt halten muss, finde ich ein bisschen doof, gerne, aber. Ich hoffe, dass mit diesen. Okay. Hatte ich nicht vorhin was anderes ausgerüstet? Was ist das jetzt für ein Quatsch? Was haben wir noch Schönes? Kann ich noch ein bisschen was verhökern? Ein bisschen was Sinnvolles? Ach, hier ein bisschen da. Endlich! Bis man hier echt ein bisschen Geld zusammen hat, echt, muss Jan schon was zusammensuchen. Lass von dir hören! Gut, ein bisschen kramlos. Ich das hasse, gibt's denn hier keinen leichteren Weg runter? Ich bin noch ein bisschen verwundert, gerade hätte so wenig Zombies unterwegs. Ist doch sonst auch nicht so. Hier stimmt was nicht. Was für Reise nicht. Hey. Ja, ich verhaue ich mit meinem Tisch spielen. Okay. Was ist denn jetzt? Hä, hat der Strom rein oder was? Halt. Warum habe ich jetzt ein Medikit ausgerüstet gehabt? Also der hat mich mit Strom getroffen? Okay, habe ich jetzt aber auch das erste Mal gesehen. Ah, Loot. Loot ist immer gut. Zack, perfekt. Und hier noch alles abgegrast. Wunderbar. Gut, wo ist die Mission? Ach, ist ja gleich da. Aber jetzt muss ich da bloß erstmal wieder hochkommen. Cool. Ist da jetzt ein schnellerer Weg von hier aus? Nö. War ja mal wieder zu erwarten. Ich wollte den langen Weg nehmen. Oh. Hi, Sarah. Hallo, Sarah. Ich weiß mal ja nicht, ob das eine tiefere Bedeutung hat. Dann die Lara-Feuer. Habe ich das eben mal dran gesetzt? Irgendwie, da passiert ja nichts, außer dass die quatschen. Zack. So, sind wir denn alle da? Oh, das ist ja uncool. Ah, hier ist viel zu ruhig. Durchsuche das Gebäude. Da kann ja nicht Schönes bei rauskommen, oder? Da sind doch bestimmt auch irgendwo Gegner. Komm, was haben wir hier Schönes? Drähte. Hier ist weiter nichts. Sind die auch Gegner? Oh ja, ich habe auch da schon irgendwas leuchten sehen, noch nicht. Ja, warte, die lehnen dich doch von hinten weg. Ja,
immer eins nach dem anderen. Mit der Surf? Komme ich da jetzt an den Loot? Wie ähnlich ist das denn? Cool, der Loot ist natürlich überall, bloß nicht da, wo ich bin. Ja, hier, komm. Ich mache ihn auf Metal Gear. Mal durchschleichen. Yeah. Schön. Wo ich das letzte Mal immer so frei durch die Gegend geeiert bin, hast du nicht so viel Loot gekriegt. Fand ich irgendwie auch ein bisschen erschreckend. Aber anscheinend macht es wirklich immer mehr Sinn, die ganzen Missionen zu spielen. Da kommt am Ende mehr bei rum. Pilz. Sind ein paar mehr. Oh. Zack. Ach du olle Ochse. Hoffentlich hat das hier keiner mitgekriegt. Na ja, komm her. Da war die Rübe ab. Oh. So war das jetzt nicht geplant. Also so richtig blocken gegen die funktioniert aber auch nur semi, oder? Oh, hier liegt mir noch ein Scheiß. Na, viel gibt's auch nicht. Oh, ich muss ja auch ein bisschen... War das dafür? Weiß ich auch nicht. Ja, oh, schön. Ich hätte auch noch Pilze gehabt. Naja, gut. War das vielleicht fast schon eine Verschwendung? Was? Einfach hier so anschleichen, ist nicht. Oh, schön alles absuchen. Okay, das Gebäude ist aber größer als erwartet. Cool, das ist einfach mal nichts. Und da ist eine fette Truhe. Wie komme ich denn da hin? Toll. Ist das wohl da draußen oder? Ja, oh, jetzt komme ich hier nicht durch. Jetzt. Habe ich den Pilz nicht von eingesammelt? Besseres zu tun. Ja, komm her. Yeah, Fertigkeiten. Ja, gleich mal einmal kurz hier um die Gegner kommen. Schön. Da kann man sich verstecken. Naja, macht jetzt keinen Sinn. Fertigkeiten. Ich habe ja 9 Punkte. Was war das hier? Perfektes Ausweichen. Perfekte Parade. Taumeln. Was ist Windrad? Oh. Okay, cool. Genaues Ziel. Na, ich habe ja noch keinen Bogen.
Mhm. Nee, dann mache ich doch das ja. Ein bisschen gegen eine Gruppe. Klingt gar nicht doof, oder? Oh, Kühlschrank. Darf ich nicht die Hälfte vergessen? Vor allem hat er das einfach gefressen. Wer weiß, wie lange das da schon liegt. Das ist ja ekelhaft. Oh, das sind ja ein paar. Na, warte, ein paar können wir ja so ausschalten. Ich will ja nicht, dass ich meine Waffen zu sehr abnutzen. Okay, der hat es ja auch nicht mitgekriegt. Doch, jetzt. Hey, du Lusche, komm her. Ich mache das hier mit dem. Wollte das gerade eigentlich mal testen? Weil irgendwie war das was. R2 gedrückt halten und dann. Man muss das erst ein bisschen aufladen. Ah, okay, alles klar. Schön, erst in den Ring gedrückt und dann. Oh, die Etage auch abgegrast hier. Ein paar Teile. Oh, da hinten ist ein Gegner. Kann man das hier wegschieben, oder? Hm. Ja. Ich nehme ja schon was. Gut. Das kann doch nur ein Witz sein. Das sollten wir uns genauer ansehen. Ignoriert der mich? Der steht da irgendwie so selten dämlich. Oh, jetzt hier so eine Hinterhaltsattacke wäre ja eigentlich cool. Von oben. Du willst mich doch verhalten. Ja, ich weiß was ja nicht. Ist das? Ach, hier, ja. Das ist. Okay. Nimm das! Da war das Genick kaputt. Oh, hier ging es anscheinend nur runter. Ne, das lassen wir mal an. Mit Dietrich mal wieder eine Runde spielen. Oh. Ah, da hat nichts auch rum. Oh. Ein bisschen Mehl. Ah, okay. Dann bin ich nach draußen. Damien? Damien? Nee, ich bin Cliff. Wow, die Ähnlichkeit ist verblüffend. Wachen! Moment, halt! Damien schickt mich. Wie bist du entkommen? Entkommen? Ich hab keinen Grund zu entkommen, Mann. Dann bist du gar nicht... Du arbeitest mit denen zusammen, richtig? Ja. Cliff, hör zu. Was ich wissen will, weißt du was über den Mord an Commander Lucas? Der PK-Commander? Was ist mit dem? Haben du oder deine Leute ihn erledigt? Scheiße, nein, wir sind noch nicht lebensmüde. Außerdem haben wir größere Fische an der Angel. Wie dich, beispielsweise. Mich? Was zum Teufel soll das denn heißen? Du und Damien, ihr habt das noch nicht kapiert? Na gut. Ich liebe meinen Bruder, aber er ist ein Trottel. Das war er schon immer. Mhm. Du hast deinen eigenen Bruder dazu verleitet, unschuldige Männer in den Tod zu schicken, nur um mich zu finden? Walls kann dir das alles selbst erklären. Oder eher als Gegenleistung für das, was du von Dylan gekriegt hast. Warte. Walls? Wo ist er? Keine Ahnung. Die haben mir nicht alle Details erzählt. Aiden, bist du da? Hast du Cliff gefunden? Ja, das wird dir aber nicht gefallen. Damien, Bruder, leider ist jetzt kein guter Zeitpunkt zum Plaudern.
Und was dich angeht, du hast endlich Dr. Walls gefunden. Der Haken? Er hat dich gefunden. Okay, ist jetzt auch, glaube ich, nicht so cool, oder? Das ist er, Männer. Das ist der Kerl, der das Spielzeug vom Doc geklaut hat. Cliff! Scheiße, was? Was sagst du da? Der Doc wird ganz aus dem Häuschen. Okay, schon wieder ein Hinterhalt? Toll. Überraschung, du Scheiße! Hä? Der ist alleine drin gelatscht. Mann, ist ja blöd. Kill den Wichser! Feuer frei! Bist du bereit? Heile, heile, komm. Hey, jetzt behoff mich mit deiner Scheiße zu schmeißen. Oh, Mann. Ich muss mich doch mal kurz heilen. Schneller. Ja, ja, komm her. Oh, das ist dumm. Du bist tot. Ich glaube eher du, Kollege. Ah, das finde ich gut, dass man jetzt die Wachen von dir aufnehmen kann. Das ist eine ganz feine Neuerung. Was heißt das hier? Was ist das für eine Wortwahl? Kommen wir denn hier hin? Zack. Das kommt davon. Oh, halt. Erstmal suchen. Da steht er. Ja, jetzt nicht weiter. Da draußen ist immer noch eine Truhe. Gut, dann werde ich wohl erstmal dahin müssen. Hey! Das warum greift er mich jetzt an? Warum? Ich wollte den sein Bruder aber auch nicht platt machen. Naja, komm her. Ach, der zählt auch wie ein Bossgegner, sehe ich gerade erstmal. Du bist nichts. Ups. Damien, bist du noch da? Bitte komm, Damien. Das tut mir ja fast schon leid. Hörst du mich? Aether. War der Hinweis brauchbar? Nein, Sackgasse. Überrascht mich nicht. Bleiben Sie dran. Okay, ich grabe weiter. Tun Sie's. Und jetzt? Achso. Steine kann man auch aufheben? Ich glaube, das konnte man vor dem Update auch nicht, oder? Aber schön, finde ich gut. Also noch ein paar spielerische Neuerungen, die ich gleich von Anfang an habe. Sauber. Mehr kann ich doch nicht verlangen. So, muss ich jetzt hin? Was muss ich jetzt machen? Oh, ich muss jetzt eigentlich wieder raus, wa? Oh, hier geht's auch auf. Zack, also wo war denn jetzt hier der Ausgang? Wo muss ich denn jetzt hin hier eigentlich? Oh. Unpraktisch. Was ist das jetzt? Mhm. So, komm ich hier irgendwie rein? Ist da irgendwie ein Weg? Ah. Was ist denn das? Ist das eine Falle oder was? Ist das Wasser jetzt hier überall oder? Kann man das ausschalten? Anscheinend nicht. Das ist ja fies.
Natürlich stellt er sich denn da auch so blöde hin. Kann man die Mission irgendwie... Kann man das nicht irgendwie ausmachen? Ich meine, so eine Möglichkeit zum Ausmachen ist doch eh ja schon jedem. Was ist das? Nur leer, aber was ist das für ein Quatsch? Das heißt, ich kann... Was ist denn das für ein Blödsinn? Das muss doch irgendwie aussehen. Das ist doch dumm. Wenn ich das nicht ausmachen kann, ist das irgendwie selten dämlich. Dann hat das ja keinen Sinn. Ich könnte auch nicht greifen und das. Oh, irgendwo muss doch sowas wie eine Steckdose. Nee. Das kommt nur aus den Batterien da, oder? Das ist ja dämlich. Das ist richtig dämlich. Komm ich hier durch? Nee, nicht kaputt, gut. Ja, aber wenn ich. Da zum Beispiel an den Türen nichts machen kann und das hier nicht kaputt, dann ist es ja übelst dumm. Warum ist es eine Fähigkeit, die ich ja später erlernen muss? Weiß genau. Gut. Aber hier mal schnell hier die Nebenquests hier erstmal abschließen. Wait, das ist denn 290. Oh, bloß nicht immer so nah. Die. Oh, das ist, jetzt muss ich aufpassen hier. Oh, das ist sehr weit. Oh, natürlich habe ich jetzt keinen Anspruch. Oh. Das war jetzt nicht ganz so clever. Es blinkt. Hast du getrunken? Fuck, das ist gar nicht gut. Mist. Ich konnte mich zum ersten Mal seit einem Monat... Ja, da ist auch... Also viele Quests. Ja, so ein kleines Schnellreisesystem wäre aber durchaus auch sehr nett. Muss ich mal hier so erwähnen. Das ist echt nicht cool. Willst mich da verarschen? Ich seh dich! Tötet mich nicht! Ich bin jetzt ganz geteilt! Ja, ich rette dich ja schon. Jammer da mal nicht so rum. Heilung. Natürlich sind hier noch mehr Zombies. Ja, ich... Was er... Jetzt ist er einfach umgekippt, oder was? Ich will den doch bloß befreien. Nice. Zack. Oh, wo ist der hin? Achso, ich hab die Belohnung vergessen. Ups. Hat dich was beunruhigt? Danke. Krieg ich jetzt meine Belohnung? Gut. Aha, er hat sich jetzt hier immer meinen Spielstand in geschlichen ist. Aha. Hey. Aber hatte ich nicht Community-Kram ausgemacht? Oder ist das hier automatisch? Ich hab doch ja nicht um Hilfe gebeten. Zack. War doch ja nicht so meine Absicht. Ich wollte hier bloß meine Story-Quest ja alles ein bisschen spielen. Du. Oh, komm her. Wo ist denn jetzt die dämliche Quest hin? Bin ich bescheuert?
Ach da. Ja, natürlich. Gibt es dann wohl keinen simpleren Weg hier runter? Damien, Damien, Damien. Huch. Ja, dann, ja. Ich gehe einfach hin, teleportiere. Oh, hier, ja, kein Licht an hier. Das erste Turnier seit 3 Jahren. So, und jetzt, der hat sich ja einfach bei mir eingeklinkt, was? Oh, wo ist denn der Krepel? Lass mich rein. Hörst du mich, Damien? Mach die Tür auf, bevor ich sie einschlage. Keine große Sache. Okay. Hey, 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 was ist hier los? Wo ist Damien? Er hat sich im Turm verschanzt. Okay. Gibt es noch einen Weg in den Turm? Nicht wirklich. Keinen gewöhnlichen zumindest. Die, die versucht haben, an der Mauer hochzuklettern, musste man in der Regel dann vom Boden abkratzen. Ich werde es versuchen. Aha, toll. Okay. Manchmal laufe ich einfach durch die Straßen, um mir die Geschäfte und Schilder aus der Zeit vor dem Niedergang anzusehen. Ich weiß nicht wieso, aber sie faszinieren mich. Haha, gibt's denn jetzt hier irgendwie. Okay, jetzt rennt er mir ja. Ah, ja, der kennt den Weg, wo schon ist. Alles klar. Na, es war ein bisschen dünner. Hey, was ist denn das hier für eine Größe? Der muss aber beim Lenken echt übelst aufpassen, ey. Ach, die Wehe werden ja immer schmaler. Wer würde jemand mit Eiern aus Grobstahl, der ein Exempel statuieren wollte? Einen militärischen Anführer kann man nicht. Hä? Ja, jetzt sind wir irgendwie immer dumm hier im Kreis ereiert, oder was? Er war ein PK-Kommandant. Dämlich ist das denn? Das ist jetzt, nee, ist eine andere Ecke, oder? Kommt man hier noch irgendwie höher? Okay, wo ist denn der jetzt lang? Wie kommt man da jetzt denn da hoch? Ne, der ist aber auch eher unten. Okay, das verwirrt mich jetzt hier aber auch ein bisschen. Ich hatte ja nicht vor, mich jetzt hier stundenlang an dieser Quest aufzuhalten. Ist ja dumm. Was ich in diese Kacke hier ausgedacht. Es sieht auch nicht so aus, als könnte man sich da festhalten. Hä? Ergibt gar keinen Sinn, aber es gibt ja auch keine Hilfestellung oder sowas. Nee, da kann man auch nicht. Kann man sich auch nicht festhalten? Hä? Was ist denn das für eine Scheiße? Ich hab nie geglaubt, dass die Night Runner echt sind. Huch. Wie komme ich denn da jetzt hoch? Muss doch irgendeinen beschissenen Weg geben. Das ist doch dämlich. Hat sich denn die Kacke hier einfallen lassen? Kann der sich hier auch hochziehen, oder? Nee, das geht nicht. Okay, cool.
Nein! Och, was für eine Grütze ist denn das hier? Das hier doch alles nicht. Wie dumm ist denn das? Ist doch voll bescheuert. Offensichtlich kannst du auch nicht durch den Tunnel. Aether hält uns in unseren eigenen Häusern gefangen. Aha. Okay, wie sind der da jetzt hochgekommen? Da habe ich zwar jetzt auch keine Ahnung. Huch. Oh. Cool, jetzt sehe ich auch nicht. Damien! Bleib stehen oder ich springe! Warte! Okay, ich bleib stehen. Entspann dich, Damien. Wir entspannen uns jetzt beide. Was willst du? Reden. Worüber? Über Cliff, dein Bruder. Was ist mit ihm? Erstens muss ich mich entschuldigen. Wofür? Was ist mit ihm passiert, Aiden? Naja, ich... Es ist nur fair, dass du es erfährst. Dass ich was erfahre? Dass ich schuld bin. Ich habe ihn getötet, nicht du. Oh, du willst also, dass ich springe? Ist das so? Mir Salz in die Wunde streuen? Natürlich hast du ihn getötet! Glaubst du etwa, das ändert irgendwas? Für irgendjemanden? Das könnte es. Vielleicht nimmt es dir etwas von deiner Last. Netter Versuch, Aiden. Aber nein. Nein! Ich habe mir das alles selbst aufgeladen. Mir, diesen armen Opfern, meinem Bruder und sogar dir. Und vielleicht sollte ich einfach damit leben. Das will ich aber nicht. Zumindest nicht sehr lange. Nur für etwa, sagen wir mal, 15 Stockwerke. So viel schaffe ich. Leb wohl, Aiden. Nein! Ups. Okay, die ist abgeschlossen, aber der ist ja tot, das ist ja dumm. Oh, guck mal, der hat einen Fallschirm. Cool. Gibt's auch einen leichten Weg runter? Du. So, gut. Eine Nebenquest abgeschlossen. Was nun? Hier ist Sophie. Wir sollten reden. Nein, wir reden jetzt nicht. Ich habe jetzt noch kein Interesse daran. Nebenquest. Machen wir mal mehrere. Nee, das ist Story. Was denn nun? Machen denn die? Sophie, du willst mit mir reden? Ich habe einiges von dir gehört. Gute oder schlechte Dinge? Nützliche Dinge. Daher glaube ich, dass ich dir eine Chance geben sollte. Was schlägst du vor? Geh zu einem der Meisterhandwerker, Alberto oder Vincenzo. Beide wissen, wo es die reinsten Kristalle gibt. Ich brauche ein paar davon. Für eine besondere Transaktion. Ach, du gehst mir aber auf die Nüsse. Also schön. Ich rede mit diesen Meisterhandwerkern. Sie sind auf dem Basar. Mach deine Arbeit gut und wir können über größere Aufgaben reden. Toll. Ich hatte überhaupt nicht vor, jetzt hier so eine Eire zu machen. Ich wollte eine Nebenquest spielen, Leute. Geht mal wie so ein bisschen. Nicht so ungut, aber das finde ich jetzt nicht so geil. Oh, warte, nee. Da muss ich raus. Weil ich hab's doch eigentlich ausgehabt. Aussteigen, ja. Ich wollte doch ja nicht online spielen. So. Bin ich jetzt wohl alleine? Ja, gut. Ich will doch bloß in Ruhe meine Storys hier ein bisschen spielen. Fetzt das jetzt nicht so, wenn hier ständig welche rinploppen? So. Das habt ihr aber alles hier durcheinander gebracht. Prost, da war eine Nebenquest, da war eine Nebenquest. Was ist zweimal Prost? Was ist das für Quatsch? Aha. Was war das jetzt zu verändern? Ach nee, es war ja erstes Blut. Da ist doch auch noch eine. Dein Zug.
Mach mal. Oh, ist eine Stufe 2. Nebenquest. Ach so, ich habe ja noch eine Fertigkeit. Die muss ich ja auch noch. Noch machen. Damit ich das nicht verpeile. Aber irgendwie nervt mich das, dass die hier so automatisch bei mir reingesprungen sind. Ich habe das doch ja auch nicht so offen gehalten. Kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Ey. Ist es da drinnen oder? Gibt es jetzt hier irgendwo eine Tür oder wie oder was? Ich meine, ich höre hier welche reden, aber. Ah, okay, gut. Aber erstmal eins nach dem anderen. Fertigkeiten. Parcours. Was haben wir denn da? Schnittiger Runner. Erhöhen Sie Ihr Tempo, während Sie sich durch knifflige Hindernisse bewegen. Kiste, Balance und Kletterrohre. Aha. Oh, ich kann Hindernisse als Sprungbrett nehmen. Auch cool. Aber ich glaube, das hier wäre erstmal nicht so verkehrt, wa? Ich glaube. Oh, hier Wall Runs. Och, das gibt so Fülle. Gut. Warte, hier gleich mal, kann ich noch was herstellen? Ich habe ja keine Ressourcen dafür, oder was? Oh, das ist natürlich doof. Sehr unpraktisch. Was haben wir denn hier noch für Waffen rumliegen? War schon fast kaputt. Und noch etwas, was Jans ist. Die, so. Wollen ja hier nicht mit kaputten Kram rumrennen. Alles klar. Ja, dann klopfen wir hier mal, ne? Hubert, bist du da? Dodger schickt mich. Hubert. Ja, jetzt? Ach, jetzt muss ich einen Weg, in den er Versteck suchen muss. Na, was? Automatisch stimmen? Sie haben 3 neue Nachrichten? Da jetzt muss ich den Krebs hier krampfhaft suchen, was? Aber hier gibt's doch Loot! Alles so unheimlich. Gibt's auch Gegner? Oh, draußen ist glaube ich nachts, war. Scheiße. Ja, schön alles mitnehmen. Wenn das nichts liegen nach Möglichkeit. Oh, das draußen jetzt ja schon wieder so ein Terror ist, ist ja uncool. Es war doch eben noch da bei mir hell gewesen. So schnell kann es doch nicht dunkel geworden sein. Stehe ich gerade nicht, aber naja, gut. Oh, Gegner. Kann man da noch hoch? Schön noch erledigt, gut. Ja, tue jetzt nicht weiter. Hubert. Okay, jetzt unten auch noch weiter, oder? Scheiße, wie tief hier denn das hier? Ach, hier wäre ein Eingang gewesen. Okay. Dann gehen wir doch wieder hier hin. Na, du Lusche. Hier, komm her.
Wo ist Hubert? Ich würde schon sagen, hier ist man nicht drin ist. Ja, wo ist Hubert hin? Und hör auf, hier ständig irgendwelches ekelhaftes Zeug zu essen. Ist ja furchtbar. Irgendwann erkrankt er hier mal noch. Schön. Komm. Ja, wo ist jetzt hier Hubert? Hä? Stehe ich ja jetzt gar nicht? Und da oben waren die Fußspuren, wa? So, erst irgendwie hier hin. Das ist ja eigenwillig. Was sind denn versteckt? Da war doch jetzt nirgendwo was. Ist es etwa hier? Nee, der Restbereich ist da. Dämlich ist das denn? Okay, hier sind ein paar mehr Gegner. Oh. Nein, du hast mich nie gesehen. Oder vielleicht doch. Was haben wir denn hier? Ach so. Oh, Scheiße. Oh, schön in der Rübe. Hier, frisst das. Oh, Mann, oh, Mann. Das steht immer noch. Ja. Ihr kleinen... Ihr kleinen Rexsäcke. Hier, machen wir da so ein Ding lutschen. Mensch, hätte nicht gedacht, dass die ganzen Nebenquests hier mal alle so lange dauern. Ich dachte, ich kann sie hier mal schnell abschließen und dann ist gut. Nachricht 1. Empfangen am 5. März 2022 um 11:34 Uhr. Ja, toll. Oh, cool, irgendein Heiratsblödsinn ist. Sie hat gesagt, Pandemie oder nicht, sie hat nur eine Tochter und das wäre ein Hochzeit nicht das Ereignis. Was ist denn das jetzt hier für ein Unsinn? Wo war ich doch gerade? Vielleicht hat sie recht. Ich meine, man heiratet nur einmal im Leben. Ich komme heute Abend vorbei, dann reden wir, okay? Was ist denn jetzt hier dieser dämliche Huber? Der macht mich hier ganz irre. 2022. Um 10:20 Uhr. Hä? Also ich war doch jetzt hier quasi eigentlich überall, oder nicht? Ich habe Hubert nicht gesehen. Oder habe ich eine Tür übersehen oder sowas? Hä? Was ist denn das für Käse? Wo soll denn der jetzt hier sein? Eben kann ich mich doch hier gerade irgendwie aber alleine. Ich war doch jetzt hier überall. Hä? Was ist das jetzt hier für ein Nonsens? Verstehe ich jetzt überhaupt nicht gerade. Da unten steht immer irgendwelcher übelster Text, aber
Ja, wo ist denn das alles, sag ich? Ich habe jetzt keinen Bock, hier eigentlich stundenlang hier rumzueiern wegen dem. Was ist das für ein Quark? Er veräppelt mich doch jetzt hier. Das ist doch jetzt ein totaler Rotz. Jetzt eier ich hier wie so ein Idiot rum. Und der Huber, der ist hier nirgendwo, oder was? Ist doch Quatsch. So, aber irgendwie, den Versteck ist ja eher weiter oben. Dann muss es doch da irgendeinen bescheuerten Weg rangehen. Jetzt bin ich hier durch das ganze Haus gestrapst für nichts? Kack, erhört mich das Spiel gerade, oder? Was ist das hier wollt? Also irgendwie muss es doch da einen Weg reinnehmen. Questbereich. Ja, da wird mir da unten angezeigt. Das hilft mir aber irgendwie nicht so richtig weiter. Ach, ich bin doch doof. Hier ist doch das Rohr. Natürlich. Ach. Da ist sowas Dämliches. Ja, ewig rumgehört, nur weil ich das Rohr nicht gesehen habe. Oh, wo bist du? Hier. Ich warne dich. Raus aus meinem Haus. Nee, jetzt habe ich so lange rumgeeiert. Jetzt verrat mal was. Ich habe meine Geheimtür gefunden. Das nennst du eine Geheimtür? Sollte es sein, ja. Du hast Pech, Kumpel. Ich weiß immer noch gar nichts über irgendwas. Dodger schickt mich. Dodger? Was? Ach, ich soll Sayonara sagen. Hilft das? Na gut. Scheiße. Warum ich gleich so? Dodger will wissen, wo seine Bestellung bleibt. Denke ich mir. Siehst du? Kaputtes Bein. Deshalb habe ich Dodgers Bestellung nicht. Brauchst du Hilfe? Nee. Warte. Geh nicht zu ihm zurück, wenn er erfährt, dass ich das vermasselt habe. Bin ich hier geliefert, Mann? Was soll ich ihm also sagen? Weiß nicht. Ihm ist das scheißegal. Er denkt, ich verarsche ihn. Hey, kannst du für mich gehen? Schau dir einfach das Lager an. In der Tiefgarage in der St. Joseph Straße. Steig über den Zaun vor dem Massagesalon. Geh ins Gebäude und kletter dann den Aufzugsschacht runter. Langsam, langsam. Wenn ich dir helfe, wonach suche ich überhaupt? GRE-Container. Jedenfalls laut der Gerüchte, die Deutsche aufgeschnappt hat. Dort gab's mal ein Militärlager. Wurde in den letzten Tagen des Ausbruchs errichtet. Und wo Militär ist, da ist meistens auch irgendwo ein vollgestopftes Lager mit Vorräten. Was für Vorräte? Bin nicht sicher. Aber normalerweise gute Sachen von vor dem Ausbruch. Fürs Militär gab's immer nur vom Feinsten. Medizin, Alkohol, all sowas. Kein Wunder, dass Dodger die Lieferung unbedingt haben will. Ja, hier. Nimm die Knaller hier und probier's, okay? Wäre für uns alle ein großer Fang. Aber ich bin raus aus dem Rennen. Buchstäblich. Ach nee, das interessiert mich jetzt nicht. Ich bin bald zurück. Danke. Damit rettest du mir den Arsch, Kumpel. Ja, ja, ja. Du solltest gleich aufbrechen. Die meisten Infizierten sind jetzt wahrscheinlich auf der Jagd. Danke für den Tipp. Toll. Bei meinem Glück wird es dann gleich wieder hell. Ich weiß selber, wie ich aussehe. So, Wo ist denn das jetzt? Okay, nicht so weit weg. Ich hoffe nur, dass jetzt hier keine Krepel rumflitzen. Unpraktisch, unpraktisch.
Scheiße. Schießen die mich hier? Ist aber auch neu. Nein! Oh, das war jetzt doch ganz bestimmt. Na, oh. Also das mit der Yacht in der Nacht, das ist doch scheiße. Das ist totaler Mist. Naja, Respawn, ich muss ja die Quest machen. Oh, nervig. Oh, natürlich gibt es denn hier verloren. Ja, Gegner Fehlschlag, Flüchtler entkommen. Oh nein, jetzt seht ihr doch nicht gleich schon wieder auf den Keks hier. Ich bin doch gerade mal hier angekommen. Also das ist ja total totaler Mist hier mit den Monstern. Muss ich echt mal so anmerken, ey. So kommst du doch ja auch nicht vernünftig zum Spielen. Du wirst ja hier nur von A nach B gehetzt. So, muss ich hin? Zumindest habe ich erstmal schon mal ein Bett. Schon mal viel wert. Ah, hier kann ich auch definitiv neue Sachen gebrauchen. 46 Meter. Ist das eher oben oder unten? Unten. Oh, jetzt sei Dank. Kann ich das öffnen? Cool. War ich schon mal drin? Geil. Noch eine Kiste mitnehmen. Oh, okay. Ach, macht's doch nicht so kompliziert. Mensch, nervt mich nicht. Was gibt's denn Schönes? Jägerhandschuhe. Oh, gibt's hier nicht auch so eine Kiste? Oh. Militärkit. Schön. Kristallstaub. Ah, ich glaube, die Kiste, die hatte ich schon mal, oder? Wusste ich zwar, es kam mir doch irgendwie bekannt vor. Scheiße. Ist hier nicht irgendein Monster eigentlich? Hehehe. Ja, hier. Noch einen anderen. So, jetzt muss ich ja da irgendwie rennen, wa? Mensch. Leute. Peng. Oh, ich wollte bloß hier rennen. Wie geht's dir? Wird von Geld. Und dir? Wer bist du? Braucht ihr Hilfe? Ihr kommt schon klar, danke. Was ist passiert? Wir haben Gerüchte über diese Garage gehört. Wir dachten, das wird ein ganz leichter Job. Aber wir lagen falsch. Vollidioten. Hey, zumindest sind wir weit genug runtergekommen, um den alten Militärgenerator anzuwerfen und ein paar UV-Lampen hochzufahren. Und was ist dann passiert? Noch weiter unten ist die Tiefgarage. Dort wimmelt's nur so von verdammten Infizierten. Haben es gerade noch so lebend rausgeschafft. Und dann ist auch noch eine Wand auf Jonas gestürzt, als wir auf dem Weg nach oben waren. Na, ihr habt wohl nichts dagegen, wenn ich's mal probiere, oder? Tob dich aus. Wahrscheinlich ist es das nicht wert, es sei denn, du willst enden wie ich. Oder noch schlimmer. Ich muss ein Versprechen einlösen. Hier, wenn du es schaffst, nicht drauf zu gehen, kannst du die hier vielleicht gut gebrauchen. Wir gehen ganz sicher nicht zurück. Zumindest nicht auf demselben Weg. Na, oh, danke. Hörst du diesen Lärm da unten? Mhm. Dieses Heulen? Okay, und dann? Oh, ich dachte schon, wenn der jetzt runterfällt. Allein treffen sie nicht an, aber sie locken andere Infizierte an. Ja, lass mal los hier. Dann auf einmal ein Schrei und eine ganze Haut. Pilze? Haben wir mal Heilung. Ach, scheiße, muss ja mal wieder auffüllen, ja. Kann ich denn jetzt wieder welche bauen? Einmal, Wahnsinn. Das haut mich ja jetzt auch nicht so vom Hocker. Okay. Ausschalten? Nee.
Alles klar, das ist schon ein paar. Tja, wo muss ich hin? Eine verlassene Kiste im Parkhaus finden. Na klasse. Am besten jetzt Stück für Stück alle ausschalten, wa? Was ist denn das? So eine Art Kreischer? Oh, hier ist zumindest eine Menge Loot. Na, du siehst mich nicht. Dreh dich wieder um. Oh, den könnte ich gar keinen Hinterhalt machen, was? Oh. Nee. Scheiße, ich hing fest. Das war jetzt ein bisschen ungünstig so. Oh, heile, 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 heile. Oh, es dauert viel zu lange mit den Heilen. Oh, machen wir es halt so. Na, hier, komm her. Hey, hey, hey. Immer schön auf da. Oh, habt ihr euch alle mal ein bisschen beruhigt? Oh, das sind ja doch einige. Okay, jetzt aber erstmal mit denen da. Hier. Okay, perfekt. Oh. Nee, Nischel weg. Boah, jetzt wollen wir doch auch die ganze Loot hier mitnehmen. Ja, komm. Naja, was willst du? Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Na ja, komm. Hey, spring mal weg. So Leute, lasst mich jetzt hier auch ein bisschen umzoomen. Das wäre sehr freundlich. Da steht er. Okay, aber hier sind noch einige Gegner. Ich merke das schon. Eine Dose. Ich will so viele Stofffetzen. Gib doch mal coolen Kram. Überall Taschen, ey. Quasi ein bisschen shoppen. Top. Ja, ja. Na, komm mal rauf. Zum Schwinder. Ach, da ist schon wieder so einer. Es gibt so schön viel zu looten. Genial. So lobe ich mich das. Was haben wir hier? Pilze. Nehmen wir da auch noch mit. Ja. Den das irgendwie eine Rübe schmeißen? Hier, was ist das? Oh. Och nö. Ja.
Okay, müssen wir uns um den kümmern? Ja. Oh, ich brauche ein bisschen Erholung. Alle weg. Oh, hier, komm. Ich brauche mal ein bisschen. Oh, hier kann man ja den Kofferraum looten. Kann man das draußen hoch? Habe ich nicht so drauf geachtet. Toll. Schleichen ist nicht. Ah, noch mehr Loot. Komm, Tasche. Mitch. Oh, irre. Nö, damit habe ich ja die Ecke ja quasi erstmal abgegrast. Schick, 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 schick. Hier das hier auf. Okay, wie bin ich denn aber? Hä? Ach da. Ich wollte ja auch noch, wie kommt man denn da rüber eigentlich? Die andere Seite, kann ich da hinten lang? Bin ich da bestimmt auch noch schöner Kram, oder? Wenn ich immer hier unten bin, will ich doch die Quatsch erst mitnehmen. Nee, von hier aus. Bin ich durch? Nee, anscheinend nicht. Okay. Na, dann muss ich wohl doch da hinten lang. Hey, kommt da hin. Komm ich her? Hä? Und hier durch? Stand da gerade, die Nacht ist vorbei? Oh, bitte sag mir nicht, jetzt sind denn auch die harten Gegner hier unten. Das wäre jetzt ein bisschen unfair. Oh, das mit der Heilung, das nervt mich ein bisschen. Okay, jetzt nicht lang. Okay, das ging jetzt nicht. Aha. Dann will ich aber wissen, was hier hinten ist. Schönes Klo durchsuchen. Was heißt Klo? Das Bad. Dü. Oh, noch Müll haben wir. Also muss ich ja lang, oder? Ja. Ach, kann das nicht mit einer normalen Viereck-Taste alles funktionieren? Ja, ist ja auch. Oh. Steht der einfach hinter einem. Oh, kann ich das anmachen? Oh ja. Schön. Okay, das ist schon mal eine super Sache. Haben wir auch gleich noch ein bisschen UV-Licht. Das kann definitiv schon mal nicht schaden. Ja, natürlich. Ach Mann. Komm her. Ja.
Na, du auch noch? Oh, eine Energie. Na, jetzt wieder Ruhe, gut. Na, komm her. Nee, das ist jetzt. Das ist eine andere Seite, oder? Nee, erstmal hier oben gucken. Also, man hat zumindest die Möglichkeit, nur zu schleichen, aber naja. Schleichen fetzt halt nicht so. Kämpfen ist dann doch mal ein bisschen geiler. Eine Kiste. Na komm, hier auch noch. Oh, sorry. Gut, hier scheint ja dann erstmal nicht mehr zu sein, also muss ich runter. Führt ja anscheinend kein Weg vorbei, oder? Ah, das ist dann aber die andere Seite, oder? Du. So, aber vorher noch mal ein bisschen UV-Licht tanken. Danke. Oh, ist das so ein gelber? Ja, oh, der leuchtet. Ich glaube, das ist das Militärlager, von dem der Hubert erzählt hat. Sehen wir uns um. Hä? Was sind das für ein Scheißgegner? Wer übst du aus? Also mit so einem Ding gegen den zu hauen ist mal scheiße. Oh, natürlich. Jetzt stell ich mir das echt kacke. Boah, ich dachte schon, der Ideal mehr kaputt. Boah, Leute, könnt ihr hier mal ein bisschen ruhig sein? Das ist mal übelst nervig, wenn ihr so laut hier rumkreischt. Vor allen Dingen habe ich doch da drüben eben das alle ausgeschalten. Jetzt sind die wohl noch da. Hey, was denn jetzt? Kommt dann da? Die krauchen einfach mal drum, oder was? Ist ja nervig. Was ist denn jetzt hier auch alle mal rum? Mensch. Kann ihn schon mal so auf den Sack gehen, wenn die hier so die ganze Zeit rumschreien und kreischen wie die um. Ach, noch einer. Ist denn hier auch mal Schluss irgendwann? Was war denn das jetzt hier? Hat hier ein Geistmodus angemacht, das? Ihh, denn Magen guckt raus. Mann, komm hier, Hinterhalt. Solche eine Questen beschäftigt sich ewig mit. Oh, lass mich raten, hier kommt dann gleich auch noch ein Kackgegner, oder? Ne, warum ist denn der jetzt hier drin?
Questbereich. So. Aber bitte lasst mich jetzt mit irgendeinem Kampf in Ruhe. Ich will das hier nur in Ruhe looten. Oh. Ach. Diese Dietrich-Kacke ist so nervtötend. Ich hoffe, da gibt es später irgendeine Art Perk, dass ich hier das komplett lassen kann. Ich suche die Kriegskisten. Filter kann man hier genug haben. Dodger kann die sicher brauchen. Oh, kann man das anmachen? Ja. Schön, haben wir ein bisschen mehr Licht hier. Ich sehe überall nur einen Mülleimer. Kann man hier rein? Schick. Ich hoffe, ich finde hier auch irgendwo so einen Hemmstoffbehälter. Was haben wir hier? Oh, ne, das ist doch schön. Notiz. Gucken. Welche ist denn jetzt hier die neue da? Artefakt, Sammelobjekt. Okay. Kiste. Cool, war auch leichter als die andere vorhin. Bequeme Sportschuhe. Naja, zumindest kann ich sagen, loot-technisch lohnt sich's ja. Hier, es sieht nicht, wer von der Seite ist. Oh, jetzt noch eine Kiste. Was ist mein Scheiß? Na. Okay, von oben. Gut. Jüchen ist gesagt. Eine Kiste, noch eine. Ach. Was war denn da? Jackpot. Eine Flasche Risen Glory Cognac. Und Zigarren. Kubanische steht auf der Kiste. Ich glaube, ich habe alles Wertvolle. Für Zeit hier abzuhauen. Eine Packung mit kubanische. Auch nicht schlecht. Gut. Da ist doch alles, oder? Perfekt. Naja, warst doch ja nicht so doof. Komm ich hier denn? Nee, ich wollte ja wissen, ob ich gleich darin. Dann ist doch der Weg nach draußen bestimmt leichter, hoffe ich. Wie jetzt? Jetzt haben wir nicht, jetzt nicht weiter. Och, Leute. Hä? Was ist denn du? Sondern sitzt. Au, natürlich. Kann ich hier drüber? Ja. Oh ja. Schick. Naja, ist doch nett. Habe ich das doch auch mal beschlossen. Aber ich habe eigentlich schon gehofft, ich schaffe ein paar mehr Nebenquests heute. Ist ja doch ein bisschen mager bis jetzt. Ist ja gerade mal die zweite. Na. Die alle immer so ausufernd ausfallen. Na komm. Wow, du hast es geschafft. Hast du das Versteck gefunden? Ja, habe ich.
Danke für die Dietriche. Aber was macht ihr noch hier? Ist er das? Na klar. Er war so nett, uns die Ware zu besorgen. Damit hat er uns eine Menge Ärger erspart. Sehr gut. Also, wie hast du das erfahren? Ein Vögelchen hat's mir gezwitschert. Wieso? Hatte das Vögelchen ein gebrochenes Bein? Und wenn schon? Ich hab's ihm nämlich gebrochen. Warum hast du ihn verletzt? Hubert wollte die Ware für sich allein einstreichen. Wollte Dodger erzählen, er hätte nichts gefunden und um das durchzuziehen, brauchte er unsere Hilfe. Aber Hubi, den Halbaffen brauchten wir dazu nicht. Und dich brauchen wir auch nimmer. Also, her damit. 3-1? Hört sich fair an. Falsch gezählt. Nee. Gezählt. 5 Leichen. Legt den um und holt euch die Ware. Ich hoffe nicht. Oh, ich habe ja keine Heilung mehr. Stimmt ja, scheiße. Du verarschst mich doch. Du bist tot. Ja. Machen wir so. Hey, nicht ausweichen. Zeit zum Spielen. Ja. Hab ich dich, du Scheiße. Komm, geh doch kaputt. Schnupp doch einfach. Oh, scheiße, das war jetzt nicht gut. Wie sicher ist denn nicht, ja? Kann ich nicht auf einfach wegrennen? Endstation! Zu schnell für dich! Ah, ich trau mich auch nicht so richtig gegen die. Ohne Heilung ist richtig scheiße. Kommen die auch hoch, oder? Hab dich, du bist! Okay, einer. Okay, 2. Nimm das! Na, so lange kriegen wir es doch hin. Oh. Nimm das! So. Wir sind's noch. Ganz dicke. Na, geh doch kaputt. Oh, mit was hat denn der mich jetzt getroffen? Ja. Wie sieht's aus? Ein Wurfspeer? Ja, okay, der weicht einfach aus, der Kreppel. Komm, ist nur noch der eine. Oh. Natürlich. Mann, weich doch einfach nicht aus. Komm. Au. Cool, jetzt hier ewig rumeiert und denn das Riesborn. Ah, scheiße. Das war ja jetzt richtig Mauke. Ja, natürlich kann ich hier keine. Wow, du hast es geschafft. Hast du das Versteck gefunden? Ja, hier überspringen. Ist er das? Teilen wir es doch auf. Nun gut. Falls du es noch nicht gemerkt hast, leg den um und hol. Ja, na klasse.
Gut. Diesmal hau ich einfach ab. Das war das Beste. Hätte ich eben schon machen sollen. So einfach hätte es eigentlich sinken können, Mann. Aber man kann sich ja auch quälen. Ja, toll. So, ich hätte die Jungs da nicht erledigt. Erinnert mich zwar jetzt innerlich ein klitzekleines bisschen, aber... das ist immer manchmal so... doofe Umwege sind ja alles. Die Wege könnten hin und wieder ruhig mal ein bisschen... besser sind zum Laufen. Oh, Mensch, was kommt denn her? Zack, zack. Ah, es ist ja hier oben. Oh, wir müssen wieder hochkommen. Ja, ganz unpraktisch. Alter, was ist das für einer? Mit denen habe ich aber jetzt keine Lust, mich anzulehnen. Ah, da jetzt noch hoch. Schön. Vor allem jetzt hier wohl noch, keine Ahnung, eine Dreiviertelstunde an der Quest hier rumgeeiert. Was die Länge der Quest angeht, davon bin ich noch nicht so richtig überzeugt. Ich bin immer der Meinung, das muss alles kurz und schnell gehen. So, dass man das so schön nebenbei machen kann. Ich wollte nicht hier rein. Ach. Komme ich jetzt hier wieder raus? Ich hatte doch... Mann! Ich wollte bloß aufs Dach. Ach so, ich habe wohl den sein komisches Versteck. Scheiße, wie war das nochmal? Wo war das blöde Rohr? Und hier, ja. Din, 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 din. Hubi, ich hab deinen Scheiß. Was ist überhaupt, Hubi? Wie geht's dem Bein? Ah, nicht besser. Aber es wird schon wieder heilen. Irgendwann. Ah, na toll. Was ist los? Ich hatte die Ehre, die Banditen zu treffen, von denen du erzählt hast. Die meinten, du hättest vorgehabt, Dodger doch übers Ohr zu hauen. Na gut, ich geb's zu. Aber es sollte nur dieses eine Mal sein. Dodger hätte nie was rausgekriegt. Und warum würde man jemanden bestehlen, der einem Arbeit gibt? Kapier's doch, ich lebe von der Hand in den Mund. Und ich dachte, nur dieses eine Mal tue ich so, als hätte er mich reingelegt und streiche einfach alles selber ein. Nur einmal im Leben was für mich haben. Und die Banditen? Ich dachte, ein Überfall macht das Ganze glaubwürdiger. Hätte nicht gedacht, dass die mir dann ans Leder wollen. Bin wahrscheinlich ein ziemlicher Idiot, oder? Scheint so. Nicht so schlau, seiner Bande zu vertrauen. Das passiert, wenn man so gierig ist. Ich bin nicht gierig, nur verzweifelt. Jetzt habe ich ein kaputtes Bein und weiß nicht, wann ich wieder arbeiten kann. Was ist eigentlich mit denen passiert? Sie haben versucht, mich umzubringen. War aber nichts. Huh. Und die Ware? Hast du die? Ich habe alles. Ich flehe dich an. Erzähl Dodger nichts. Wenn du das machst, bin ich geliefert. Bitte bring ihm alles, was du hast. Sag Dodger, dass ich wieder im Geschäft bin, sobald mein Bein wieder heil ist. Ja, gut, okay. Ich denke drüber nach. Ach, komm schon, Mann. Ohne Arbeit verhungere ich. Ich mach sowas nie wieder. Ich schwöre. Dass ich nicht lache. Nach der Nummer soll ich dir auch nur ein Wort glauben. Glaub mir, ich habe meine Lektion gelernt. Sowas mache ich nie wieder. Mal sehen. Oh, jetzt muss ich den Quatsch ja wohl abgeben. Mann. Ach, immer so weit weg. Ich habe nichts gesehen. Oh, es wird echt Zeit, dass ich glaube, es gibt ja hier noch so Gleiter und so einen Quatsch, Fortbewegungsmittel. Es wird echt Zeit, dass ich den so Mist auch freischalte. Dann kannst du dir wenigstens mal hier so ein paar Meter einsparen. Das ist ja streckenweise echt nervig.
Naja, wir haben Schluss hier. Kein Zombie, kein nichts. Zack. Dodger, ich hab deine Lieferung. Das Blutbad in der Massage hat gesehen. Was hast du denn dabei gedacht? Ich hab noch nie jemanden getroffen, der den Auftrag so gut vermasselt hat. Ich dachte, ich könnte ihn trauen. Hey, was hast du für mich? Na, erstmal habe ich die Filter hier gefunden. Gut. Nicht gerade ein Sechser im Lotto, aber ich verkaufe sie und streiche einen schönen Gewinn ein. Was ist hiermit? Eine Flasche Cognac und eine Kiste Zigarren. Genau meine Kragenweite. Siehst du, ich hab doch gesagt, in der Militärbasis gibt's was Wertvolles. Siehst du, Urban? Habe ich ein Näschen für gute Sachen oder nicht? Arschgeil. Da wir von Ärschen reden, was wollte Hubert? Vor mir kneifen, stimmt's? Ach nee, komm. Na, Hubert hat sich das Bein gebrochen, also habe ich die Vorräte für ihn besorgt. Er sollte zum Arzt. Zumindest sollte mal jemand nach ihm sehen, während er wieder auf die Beine kommt. Ja, er braucht definitiv einen Arzt. Wovon redest du? Du weißt ja, wie es heißt. Vertrau auf Gott. Aber brich deinem Kamel die Beine. Nur für den Fall. Guten Tag. Was? Der Psycho arbeitet für dich? Tja, doppelt hält besser. Du wolltest mich umlegen? Wer redet denn von umlegen? Ich hab Klaus nur gesagt, er soll die Beute holen. Er ist manchmal ein bisschen übereifrig. Du Drecksack. Du warst mir einfach nützlich. Ich wusste nicht, wie ich an Hubi rankomme, und dann kamst du. Ich habe gewartet, bis du weg warst, und hab ihn dann mal besucht. Was hast du mit ihm gemacht? Er hatte schreckliche Schmerzen wegen seinem gebrochenen Bein. Also habe ich ihm das andere auch noch gebrochen, zum Ausgleich. Das passiert, wenn man Dodger bescheißen will. Bist du total übergeschnappt? Hey, bleib mal schön auf dem Teppich. Duralex, Sedlex. Wir leben in gnadenlosen Zeiten, also muss auch das Gesetz gnadenlos sein. Er hatte seine Lektion doch gelernt, er wollte es nie wieder tun. Ach ja? Bist du dir da sicher? Hast du eine Ahnung, wie viele Leute der Halbaffe schon beschissen hat? Leute, die einfach nur überleben wollen. Die ihre Familien ernähren müssen. Dass der mal in Schwierigkeiten kommt, war seit langem klar. Er hat bekommen, was er verdient. Und er zieht niemanden mehr über den Tisch. Denk dran, Regeln sind Regeln. Die ganze Welt geht den Bach runter, da brauchen wir sie umso mehr. Ohne sie wären wir nicht besser als ein Haufen Ratten. Das nennst du Regeln befolgen? Deine Regeln? Das lasse ich dir nicht durchgehen. Ich erzähle Karl alles. Karl? Der rührt mich nicht an. Ich weiß zu viel über ihn. Ich weiß zu viel über jeden. Selbst Lukas hat mich respektiert. Wer meinst du steckt hinter seinem Tod? Barney? Sophie? Barney und Sophie sind doch nur zwei Gören, die in einem viel zu großen Sandkasten spielen. Andererseits sind sie vollkommen durchgeknallt. Man weiß nie, was für Schwachsinn denen einfällt. Ich weiß nur eins. Wer zu neugierig ist, darf sich nicht wundern. Danke für dein Mitgefühl, aber das kannst du dir sparen. Ich habe dein Potenzial von Anfang an erkannt. Aber ich musste rausfinden, mit wem ich es hier wirklich zu tun habe. Und wie war ich? Erstaunlich gut. Du musst aber trotzdem noch viel lernen, Bürschchen. Du hast mich angelogen, was Hubi angeht. Aiden, Aiden, Aiden. In dieser Welt gibt's keine Heiligen. Märtyrer vielleicht, wenn du dich abmurksen lässt. Zumindest habe ich ein reines Gewissen. Reines Gewissen. Wunderbar. Hier hat niemand ein reines Gewissen. Und weil du noch lebst, auch du nicht. Stimmt's? Was hast du angestellt, Pilger? Wovor rennst du weg? Boah, sind die mal mit der Quatscherei über der Fertig? Irgendwie nervt mich das gerade fast schon ein bisschen. Ich will's auch nicht wegdrücken. Such dir nächstes Mal einen anderen Dummen. Ich denke, wir sehen uns, Aiden. Offensichtlich kannst du
Okay, zumindest ist interessant. Was wäre wohl gewesen, wenn ich den gekillt hätte? Okay, hat man noch ein bisschen was gekriegt. Was ist das jetzt hier schon wieder? Das ist ein Familienunternehmen. Was, nach Kristallen? Was für eine Quest war denn das jetzt? Sophie schickt mich. Sie meint, ihr wüsstet, wo man Kristalle findet. Ach, das war das? Okay. Oh, meine Fresse! Die haben tatsächlich schon einen von ihren Dumpf... Dumpfbacken? Wen? Der Typ. Sophies Bruder. Wie hieß der Arsch nochmal? Barney. Das Arschloch heißt Barney. Und er hat dieselbe Frage gestellt. Nach einer Dark Zone mit Kristallen. Na, davon wusste ich nichts. Und wo ist diese Dark Zone? Sie ist 100... Papa, darf ich? Na, bitte. 100 Meter von der U-Bahn entfernt. Da ist ein großes Schild, auf dem Fashion Store steht. Und ein Windrad auf der anderen Straßenseite. Na, danke. Ein Einkauf woanders. Ju, das wollte ich jetzt auch nicht machen. Haben die eigentlich hier schon neuen Kram? Nee, das habe ich ja alles eigentlich schon mal gekauft. Wäre eigentlich auch schön, wenn das dastehen würde, dass ich das besitze. Nur upgraden. Ja, hier. Das ist so bestimmt nicht schlecht, wenn man das upgradet, oder? Zeit zur Anwendung 3 Sekunden. Das müsste schneller sein. Danke und bis bald. Okay. So, dann haben wir das auch erledigt. Oh. Nein, das machen wir nicht. Ich wollte ja Nebenquests machen, Mensch. Tür. Ich will nicht mit Sophie sprechen. Ich habe ja keinen Elan für. Ich will doch Nebenquests machen. Prost. Hatte ich die nicht? Ach, hatte ich da aus Versehen eine andere angeklickt oder was? Ja, so, wo ist sie jetzt? Ich spiele mich jetzt gerade veralbern. Ich hab die doch. Oh. Mach ich doch zuerst die 1, wa? Marco, den Wasserlieferanten. Zack. Ja, schwafelt nicht. Ich hab nichts mehr. Feuerwehrleute? Okay, hab ich auch noch nicht gesehen. Na, helfe ich denen? Banditen gefangen. Ja. Lass mich mal weiter. Hier, friss das. Oh, schön. Nein, ich will jetzt aber Nebenquests machen. Und mich nicht so viel jetzt mit sowas aufhalten. Jetzt komme ich schon wieder ewig hier zu nichts. Ich habe jetzt schon so viel Zeit verbraten, ey. Gerade mal 2 Nebenquests geschafft. Das ist fast schon ein bisschen traurig. Haut ab! Kuss, kuss, ihr Arschlöcher! Hier, komm, schnell. Oh, das sind noch viele Gegner. Das ist ja auch noch eine Nebenquest. Meine Fresse. Kran. An so einen Kran kann ich mich auch nicht erinnern. Bin ich hier schon mal gewesen? Leg dich besser nicht mit mir an. Die.
Ach so, ich bin ja in dem Beat, wo ich noch gar nicht so viel rumgekrochen bin eigentlich, wa? Natürlich gibt es jetzt hier wieder keinen kurzen Weg darüber. Och, jedes Mal dasselbe. Aber irgendwas, worauf ich landen kann, gibt es ja auch nicht, wa? Das ist natürlich ärgerlich. So, jetzt muss ich da in den seine Hütte kommen. Das sieht hier schon mal nicht. Na, geht mal beiseite. Ach, geh doch weg. Klettere schneller. Oh, wo ist jetzt hier der Eingang? Ach. Ist das hier richtig? Ich hoffe es. Okay, damit kann ich nichts machen. Ah, okay, jetzt nach unten. Also gehe ich mal davon aus, ich muss runter. Ist das der Wasserlieferant? Ich gehe mal einfach davon aus. Oh, erstmal hier ein bisschen umgeguckt. Hm, cool, eine leere Kiste. Das ist ja das, was ich brauchte. Hm, da geht's nicht lang. Hier ist anscheinend auch nichts. Und du bist? Toll! Noch ein Wasserdieb. Das hat mir noch gefehlt. Bei all den Dieben und Infizierten bin ich bald pleite. Mhm. Ja. Ich bin hier, weil ein Typ namens Julian behauptet, du verkaufst vergiftetes Wasser. Ich habe gar nichts vergiftet. Klar? Na, Julian behauptet was anderes. Ja, klar. Hör nur auf den Typen, der mir mit Gips gestrecktes Mehl angedreht hat. Wenn du kein Dieb bist... Warum bist du dann bei den Infizierten? Ich muss diese Bazillen da unten loswerden. Wenn nicht, bin ich hier erledigt. Giftwasser oder nicht. Also gut, ich verscheuche die Infizierten und du sagst mir, was los ist. Abgemacht? Gut, abgemacht. Cool, ich darf mal wieder die Drecksarbeit erledigen. Hey, ach, klettere doch runter, Junge. Hey. Na, eh noch. Das Messer ist echt mal nicht schlecht. So, mal kurz erstmal alles ausrauben. Kann man das anmachen, oder? Ist das jetzt hier nur Deko? Ah, schön. Was? Leer? Was ist das für ein Scheiß? Dreimal? Oh, ich muss schon sagen. Schon frustrierend. Elektroteile. Mhm. Hä?
Schön. Stimmt, da gibt es ja noch einen zweiten Teil. Alkohol. Mhm. Gut, und wieder hoch. Wo ist denn der jetzt hin? Ist der abgehauen oder was? Hä? Der ist ja unten. Ich muss dort gerade ja auch keine sehen. Verbitte er mich? Hä? Muss ich jetzt mal raus oder was? Ach, ich muss die schließen. Oh. Auf dem Weg, Bursche. Gut, du bist in Sicherheit. Also, was hat's mit dem Wasser auf sich? Warte. Du bist also wirklich einer dieser räudigen Pilger. Räudig? Jetzt sind wir sicher. Musst ein scheiß Krimineller sein oder vollkommen durchgeknallte, hunderte von Meilen durch eine Welt mit Befallenen zu latschen. Durchgeknallt im guten Sinn, natürlich. Also, was ist jetzt mit dem Wasser? Mit meinem Wasser ist alles in Ordnung. Ein Mann im Bazar wurde vergiftet. Wenn er stirbt, wird man dir die Schuld geben. Ach, verdammt. Okay, ein Unfall, okay? Nur wegen den verdammten Dieben. Dieben? Ständig klauen sie mir mein Wasser. Ich hab die Nase voll. Also habe ich ihnen eine Falle gestellt. Du hast bewusst das Wasser vergiftet, um die Banditen zu töten? Nicht ganz. Zumindest sollte das nicht so sein. Ich habe mal einen Befallenen getötet, der hier angekrochen kam. Und der Kerl fiel in ein Becken. Es war natürlich ruiniert. Da kam mir eine Idee. Warum diesen Bastarden nicht eine Lektion erteilen? Also füllte ich ein paar Flaschen mit Zombie-Wasser und stellte sie so hin, dass man sie leicht sehen konnte. Die sollten nie auf den Bazar kommen. Ich war wohl besoffen und hab Julian ein paar Flaschen davon verkauft. Ich geb dir alles Mehl, das ich hab, und leg noch was drauf. Nur erzähl's niemandem, sonst bin ich ruiniert. Sie werden Julian beschuldigen und ihn hängen. Mach dir keine Sorgen um Julian. Dieses Wiesel windet sich da schon raus. Und wenn nicht, dann gibt's eben ein Wiesel weniger auf der Welt. Also, haben wir einen Deal? Tja, ich bin mir jetzt zusammen nicht so sicher. Ach, wieso nicht? Okay, wir haben einen Deal. Hier das Mehl. Und noch eine Zugabe. Okay. Oh, schön. Einen Kampffertigkeitspunkt, da beschwere ich mich nicht. Was haben wir hier? Okay, das klingt doch nicht so doof. Was haben wir hier? Perfekte Parade. Okay, da kann man den schneller bezwingen. Schmettersprung. Genaues Zielen, ja, noch habe ich ja keinen Bogen. Was halten Sie beim Springen oder im Fallen gedrückt? Ist eigentlich auch nicht so doof, oder? Mach ich erstmal das. Ja. Ans Ausweichen, das verpeile ich meistens zu oft. Und hier, da jetzt ein bisschen langsamer voran gerade. Aber ihr habt doch nicht noch eine zweite Quest oder muss ich mich dafür ihn entscheiden? Einfach nur. Anscheinend. Oh, hier ist noch eine Hütte. Ich die gleich mal freischalte. Mal so ein kleines Schlafbettchen kann ja nicht schaden. Ah, jetzt muss ich wohl auch hoch oder was, um hier rauszukommen. Das ist ja auch doof.
Tja, jetzt krauchst du erstmal wohl. Kreist du quer durch die Gegend? Oh, oh, oh. Nun, gerade so. Wo ist da? Nee, wo ist es? Wo ist die Hütte? Da lang. Einen kleinen Schlafplatz freischalten. Ja, ab. Springen. Oh, das ist ja gleich hier oben. Praktisch. Ah, oh, und Ressourcen. Muss man wohl Heilung nämlich herstellen. Ja, komm. Ja, ein bisschen geglitscht gerade das Ganze hier, wa? Ein Nightrunner-Versteck. Ja, Blümchen. Das. Oh, was ist denn hier für eine Ecke? Da soll man bestimmt nicht hin, deswegen ist das ganze Gift da bestimmt, oder? Oder kann man sich da eine Immunität aufbauen, dass ich da doch lang kann? Wäre ja irgendwie auch witzig. Tja, meinu. Sag mal hier, das war ein DLC. Ne, das mache ich auch erst ein bisschen später. Sag mal hier eine Nachtquest. Oh. Da lang. Oh, Gegner. Aber ist mir jetzt egal. Zack. Oh, jetzt muss ich aber erstmal einen schöneren Weg darüber finden. Halleluja! Oh, Junge, Junge. Okay, ich habe eigentlich gedacht, ich klatsche runter. Der kann nur mal weiterspringen, als es eigentlich den Anschein hat. Du. Okay, das ist wohl so ein Konvoi. Wie war das? So. Ja, muss ich da wesentlich runter? Wer da eigentlich rüber? Zack. Ja, komm. Schnell mal gelootet hier noch. Kaputt. Und noch mal. Zack. So, ist denn jetzt hier? Ach, da. Stimmt, die bin ich hier gerade eben schon mal vorbeigerannt. Flup. Annahme dieser Quest führt zur sofortigen Nachtübergang. Okay, auch nochmal kurz schauen. Kann ich jetzt hier eigentlich nochmal ein bisschen hier Heile herstellen? Ja, 4 Stück. Schick. Besser erstmal als nichts. Achso, ich muss es auch ausrüsten. Ach, das nervt nur ein bisschen. Aufputschmittel. Okay, das ist hier aus volle Bude. Ach nee, hier. Arznei, Söldner. Aha. Nee, dann, wenn denn das? Ja. So, hier habe ich, also halt, warte, ich schaue gleich lieber noch. Die Waffe ist doch quasi schon kaputt hier, die kann man doch zerlegen. Halt, so.
Ich weiß auch nicht, wie viel man die eigentlich mitschleppt. Ach, da steht das. 20 von, also 24 Stück kann man nur bloß mitgucken. Ah, echt noch nicht so doll drauf erachtet. Was habe ich denn überhaupt als ausgerüstet? Das hier. Schwere Last. Hat aber einen harten Schaden. Motorkeule. Okay. Das Messer ist bisher schon ziemlich cool. Muss man sagen. Modifizieren. Schleuder. Funke. Ah, oh, können wir ja mal machen, wa? Was ist das hier? Talisman? Aha. Okay. Kann man anscheinend doch am Ende noch einiges machen. Ach, halt, Mensch, ich wollte doch noch ein bisschen. Brauchen ja nicht alles. Wenn wir verkaufen, könnte man es ja eigentlich auch ein bisschen, wa? Aber, Oh, jetzt habe ich wohl noch ein bisschen Luft. Militärtechnologie, Artefaktressourcen. Mhm. Cool. Oh, hier ein Haufen hier Döns. Oh ja, alle Punkte weg. Ja, dann komm, machen wir doch mal die Quest. Während Sie die Stadt erkunden, stoßen Sie auf Charakterinnen mit Barbara. Das sind die Nachtgeschichtenmissionen, die am besten nachts abgeschlossen werden. Ja, ja, okay. Was halten Sie nach der Interaktion mit dem Charakter? Steuere zu unten, um zur Abenddämmerung vorzuspulen, damit die Mission sofort beginnen kann. Ah. Okay. Hey, kleiner Mann. Wo sind deine Eltern? Ich bin nicht klein. Okay, klar. Was machst du denn hier allein? Ich bin auf einer wichtigen Mission. Eine Mission, was? Was denn für eine? Eine Geheimmission natürlich. Super geheim. Und ich verrate dir nichts. Verrätst du mir was, wenn ich dir helfe? Ich brauche keine Hilfe. Aber wenn du es unbedingt wissen musst, ich besorge gerade Essen für meine Eltern. Ich mach das immer. Kein großes Ding. Klingt gefährlich. Hätten deine Eltern nicht wenigstens mitkommen können? Nö. Wie gesagt, kein großes Ding. Ich komm klar. Ich komm mit allem klar. Hör mal, du bist wirklich sehr mutig. Aber ich würde dir wirklich gern helfen. Schätze, ich kann dich ins Boot holen. Ich kann dich sogar bezahlen. Wie klingt das? Jetzt teuern mich also schon Kinder an. Warum nicht? Wie lauten die Befehle, Sir? Auf der West Horizon Lane gibt es einen Laden, kurz vor der chemischen Zone. Ich war gerade dabei, Rucksäcke mit Essen zu füllen, bevor diese Penner aufgetaucht sind und mich verjagt haben. Bring mir diese Rucksäcke und ich gebe dir eine Superwaffe. Die Waffe meines Papas. Die Mission lautet also, Essen für deine Eltern zu besorgen. Ja, stimmt genau. Und du kannst es zu uns nach Hause liefern. Wir leben am Rand der chemischen Zone. Der einzige Ort, an dem meine Eltern in Sicherheit sind. Wäre eine gute Idee, die Rucksäcke nachts zu holen, wenn die Infizierten hier nicht rumlungern. Ja, was immer du sagst. Ich habe keine Ahnung. Aber du machst das, ja? Ich kann dir nichts versprechen. Wir werden sehen. Oh, okay. Dann hoffentlich bis bald. Wir sehen uns. So glaube ich, dass den Eltern gleich mal leben. So, vorspulen. Jupp. Ich hoffe nur, dass es jetzt nicht so weit weg ist. Wo muss ich hin? Natürlich ist das 190 Meter bis dahin. Logisch. Fuck. Das war jetzt absolut ungeil. Oh, spring doch da hoch. Oh, was macht denn der? So war das jetzt hier nicht geplant. Nein, genau so habe ich mir das nämlich gedacht, dass mich euch so ein blödes Vieh sieht. Wollen wir mal kurz hier hinhocken. Oh, ich glaube, ich brauche nämlich erstmal Heilung. Oh, wie ich das Räuschen höre. Ich schon den Nerv. Oh. Ja. Oh, Scheiße. Nein, ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht.
Oh, die Viecher ätzend. Scheiße. Nein, 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 nein. Oh nein, wie viele sind denn hier? Nein, nein, lass mich doch da drin. Oh, ich hoffe, die kommen hier nicht nach. Okay, der Keul ist aber ganz schön. Okay, die drückt schon drin. Nein. Oh, Scheiße. Oh, du meinst schon. Nein, 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 nein. Komm, 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 komm. Oh, nervt mich. Oh, ich würde bloß mal hier heilen. Wie viele sind denn hier? Boah, was ist gemein. Boah, das wird, ich komme hier nicht mehr raus, scheiße. Wir haben da, wie viele Gegner sind denn hier? Natürlich! Wo kommen denn die alle her? Oh, stimmig, die kommen ja unendlich! Schneller, 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 schneller! Nervig. Sind wir hier auch einfach mal gut? Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hat ja hier für Jahren mal für. Das ist ein bisschen kleiner Laden. Schon weil die dämliche Yacht läuft, oder? Das ist hier gerade so total übertrieben ist. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Müssten die ihn alle sehen, oder? Die haben gar keine Ruhe hier. Der Stress jetzt, ich muss mal ruhig umgucken. Ah, komm, aufbrechen. Boah, das ist jetzt die ganze Zeit diese scheiß Musik hier so läuft. Kann das nicht mal aussehen? Ja, logisch. Nein,
Alter, die dürften mich doch hier eigentlich gar nicht sehen oder sowas. Das Messer ist echt cool. Man hat nette Moves drauf. Ja, da sind die Wurzelke. Zeit, diese Familie zu ernähren. Oh, jetzt muss ich ja aus dem ganzen Dünnsbüller raus. Na, das ist natürlich richtig bekloppt. Also so eine Nachtmission ist schon scheiße, wenn du vorher erwischt wurdest. Kann ich so nicht empfehlen. Oh. Was heißt jetzt so langsam? Wir haben so eine Trophäe gekriegt, Schildkröte, habe ich jetzt nicht gerafft. Ach so, weil ich das jetzt durchgehalten habe, was? Ja. Oh, das war das Falsche. Oh, ein bisschen Zeit getankt. Ach, gut, jetzt ist hier wenigstens noch ein bisschen Ruhe. Das war ja anstrengend. So, jetzt muss ich wohin? Weil das ist ja hier doch ein bisschen ungünstig. Was ist denn das für einer? Oh nein, die sind ja jetzt schon wieder überall. Oh, lass mich doch ruhen. Also das mit der Yachtscheiße, das ist doch absoluter Müll. Oh, ich komme hier ja nicht mal 3 cm. Boah, Leute. Also dieses Yachtgedöns ist echt, das ist kacke. Das können sie von mir komplett aus dem Spiel streichen. Muss ich ja ehrlich mal so sagen. Jetzt sagen wir aber auch nicht, dass ich jetzt wohl in diese Scheißhütte rennen muss. Ja, meine Quest noch aktiv? Ja. Bring das Essen zu Kevin. Mensch, vor allen Dingen, so kannst du doch überhaupt nicht in Ruhe spielen, ey. Ich meine, das Spiel ist doch schon so groß, aber mich denn hier noch permanent durchhetzen, ist doch auch ätzen. Oh, siehst du? Sowas meine ich. Mal gerade mal hier angekommen. Ja, irgendwie sowas habe ich doch geahnt. Den Eltern sind tot, habe ich doch gesagt. Er ist hier, endlich! Hast du die Vorräte? Hör mal, diese zwei. Du weißt, dass du... Sprichst du von meinen Eltern? Also, das ist... Das sind deine Eltern? Habe ich doch gerade gesagt, oder? Mama, Papa, guck mal, wer hier ist. Ich sagte doch, er wird nicht die Vorräte nehmen und abhauen. Ich weiß, ihr habt Hunger. Der ist ein bisschen krank. Hör mal, Kleiner. Du weißt, was es bedeutet, wenn sich jemand verwandelt, oder? Glaubst du, ich lebe unter einem Felsen? Natürlich weiß ich das. Gut. Also, deine Eltern. Sie sind nicht mehr unter uns. Sie haben sich verwandelt. Unmöglich. Guck. Hey, Papa, hast du Hunger? Sie sind Virusträger. Das könnte gefährlich sein. Ich kann mit ihnen umgehen. In der Zwischenzeit kümmern wir uns ums Geschäft. Ich sag dir, wenn ich dich für die Mission anheuere, bezahle ich dich auch. Hast du das Essen? Okay, hier. Großartig, danke. Hier, Mama. Hier, Papa. Guten Appetit. Tschüss. Bis morgen. Keine Sorge, ich komme dann wieder, um euch zu füttern. Und hier, für dich. Das ist die Superwaffe. Mein Papa wird sie nicht mehr brauchen. Nochmal vielen Dank. Meine Eltern sind auch dankbar, wie du siehst. Okay, das ist schon ein bisschen krank. Ja, komm, kaputt. Looten.
nervig, ey. Vor allem kannst du ja nachts echt nicht rausgehen. Das macht doch keinen Spaß. Also ich frage mich auch, welcher Knalltüte sich das hier mit der Hetzerei in der Nacht da so ausgedacht hat. Das ist doch totaler Müll. Ich weiß, im Vorjahr gab es das auch, da wurdest du auch übelst schnell überfallen. Aber hier, keine Ahnung, 13 Meter gelaufen und schon ist so übelst Terror los. Es geht doch alles nicht. Das hat doch denn nichts mehr mit Spielen zu tun. Vor allem, jetzt hast du hier schon so eine große Welt, wo du dich austoben kannst, und dann wirst du noch durchgescheucht. Ist doch alles Mist. Okay, so. Gucken, was haben wir denn noch so Schönes? Schalte ich hier noch so ein Häuschen frei? Oh, kann eigentlich nicht schaden, ne? Was man hat, das hat man. Oh, siehst du, ich bin doch gerade mal aus dem Dings raus und schon sehen die ihn. Nein, 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 nein. Oh, und natürlich, da steht doch schon der Nächste. Oh, also brauchst du ja einen Tarnumhang für den ganzen Mist hier. Ach Leute, lass mich doch mal hier auch mal eine Sekunde ein bisschen rumlatschen. Wo will ich hin? Noch 100 Meter. So, kann ich hier lang? Ohne dass ich genervt werde? Oh, scheiße. Man hört, dass er auf der anderen Seite ist. Ich weiß auch nicht, sehen die vielleicht die Taschenlampe? Liegt das vielleicht daran, dass es meine eigene Schuld ist, oder? Oder macht das Spiel das mit Absicht, mir so auf die Ketten gehen? Ach, da ist noch eine Windmühle. Scheiße. Nein, sag mir nicht schon wieder so eine. Oh, das. Und den kriegst du nicht mal hin. Scheiße. Aber kann man die eigentlich überhaupt doch so abschütteln? Natürlich springe ich daneben. Logisch. Komm. Oh, ich brauche einen Safe Space. Ist das hier? Nee, das hier ist einfach nur Licht, war. Scheiße. Ja, ich hätte noch mehr Gegner gemacht. Oh, natürlich stehen hier oben auch kleiner welche. Scheiße. Welches an der Windmühle wird noch vorbeilaufen? Kann das sein? Das nervt ja total. Natürlich, der war auch gleich hier. Wie weit oben willst du das Ding noch hinmachen? Was, 33 Meter? Scheiße. Ah, oh, ich würde noch langsamer laufen. Was? Okay, hier wollte ich zwar jetzt eigentlich nicht rein. Aber hier ist zumindest eine UV-Lampe. Mann, oh Mann, oh Mann. Ich wollte eigentlich mich bloß mal umgucken. Wo bin ich denn da jetzt? Ah, der Schwierigkeitsgrad ist hier noch ein bisschen hoch.
Vor allem, ich bin jetzt immer quer über den ganzen Platz gerannt. Ich wollte da nur... Ah, die kann ich bestimmt gar nicht freischalten, oder? Das hat ja mit der hier auch nicht geklappt. Obwohl, die ist weiß. Und die ist rot. Strom 300. Okay, verstehe ich zwar nicht. 160. Weiß ich nicht so richtig, was das zu bedeuten hat. Gut, jetzt müsste ich auch den ganzen Weg da wohl hin. Das sieht man hier auch irgendwo die Tageszeit. Wie viele Stunden das sind? 4 Stunden bis zum Tageslicht. Ist das jetzt viel oder wenig? Ich habe da keine so richtige Orientierung. Das ist doch... Man ist ein bisschen doof. Hä? Ach, das ist ja die Windmühle, die ich noch nicht freischalten konnte, oder? Aber ich glaube, Ausdauer habe ich da noch viel zu wenig. Ja, guck ich mich hier mal kurz ein bisschen um. Kann jetzt ein bisschen schauen. Oh, okay, das ist jetzt mal, zumindest schon mal auf. Okay, das ist ja wie im Krankenhaus, das sahst du genauso aus. Gefährliches Gebiet. Das sieht ja fast exakt genauso aus wie im Krankenhaus. Okay, hier sind 2. Halt. Was? Der hinterher halt ging nicht? Okay, die halten ja anscheinend doch ein bisschen mehr aus. Komm, 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 wir müssen uns beeilen. Ah, komm, wenigstens eh mitnehmen. Ach so. Schnell. Los. Oh, will er raus aus der Brühe? So, wie viel Zeit haben wir jetzt? Nur noch 2 Stunden ins Tageslicht. Okay. Also komme ich hier eigentlich nicht mehr weit. Scheiße, ne, das schaffe ich jetzt zeitlich nicht mehr. Da kann ich mir ziemlich sicher sein. Dann macht es mehr Sinn, mich oben wohl noch ein bisschen bereitzustellen. Und das hier später zu machen. Obwohl ich da so ein paar Hemmstoffdinger, so eine Upgrade-Sensor, die brauchen könnte. Aber hier mal so ein Seil nach unten wäre ja mal toll. Hin. Oh, das Ding habe ich auch noch nicht benutzt. Hui. Natürlich lande ich tot, vor allen Dingen. Scheiße. Somit habe ich da jetzt alles nur verloren, Mann. Ja, beim Morgengrauen. Oh, das kann ihn aber auch auf den Keks gehen. Hemmstoffbehälter erkannt. Okay, das. Ah, das hatte ich schon mal so beim Rumstürmern freischaltet, genau. Oh, wo ist denn jetzt die Hütte? Ist hier weit weg? Ich will doch wenigstens gucken, ob ich das freischalten kann. U-Bahn, Hayway, Square. Aha. Achso, aber U-Bahn-Kram ist noch alles gespart. Also hilft mir das jetzt nicht? Scheiße, nein.
Oh, komm, wir müssen mal ein bisschen hoch hier. Auf der Straße rumlaufen, fetzt nicht so. Ich bin quasi wie Mario. Oh, zack. So. Ich hoffe, ich kann die auch freischalten hier. Das wäre sonst ein bisschen ärgerlich. Aha. Das wird dünne. Wie auf jeden das? Oh ja. Erstmal auftanken. Also ich kann da jetzt nur rüberspringen. Okay. Ich hoffe, das klappt. Natürlich nicht. Schön versaut. Was warum? Och, zieh dich doch gleich hoch, Kumpel. Was ist denn der Quatsch? Das ist doch scheiße. Aber nicht, dass ich erst hier so ein Dings freischalten muss, damit ich weiter springen kann. Oh. Mann! Ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt schon überhaupt geht. Nicht, dass ich da wirklich erst noch was freischalten muss. Was war denn das jetzt so für ein Quatsch? Okay, das kann ich doch gleich nochmal machen. Sind die nicht mehr Coexist? Warum ist denn das jetzt so durcheinander? Ach, Leute. Warum fahren die jetzt unterschiedlich? Was ist denn das für ein Mist? Jetzt will man hier das nicht mehr an, was? Für Nonsens. Hä? Ja, cool. Das ist ein Quatsch. Warum denn nicht gleich so? Okay, das wird bestimmt wieder nicht klappen bei meinem Glück. Oh doch, jetzt. Mit ein bisschen Rennen drücken, denn jetzt. Aber auf so einem kleinen Brett ist das aber auch nicht ohne, du. Oh, schön. Noch geschafft. Birke. Mhm. Schick. Oh, gibt's denn nicht normalerweise nur ein Seil? Ja. Ideal. Ach, muss das jetzt sein? Supi. Dann habe ich das hier auch erstmal, soweit es geht, ein bisschen.
gemacht. Ich habe zwar eigentlich gehofft, ich schaffe ein paar mehr Nebenaufgaben heute. Also das war irgendwie ein bisschen... Hätte nicht gedacht, dass sie sich so in die Länge ziehen. Ja, aber dann ja, muss ich halt beim nächsten Mal noch ein paar weitere machen. Und ich mache dann an der Stelle für heute dann erstmal Schluss. Will es auch nicht zu sehr übertreiben mit der Videolänge. Also dann eventuell bis zum nächsten Mal. Adieu.